So, und da sind wir doch schon wieder und wir verlassen jetzt Mutterherz. Und wir sehen dann, was uns erwarten wird. Ich bin schon gespannt, was uns da draußen alles erwartet. Neue Herausforderungen, ganz klar. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Von der Ausgestoßenen zur großen Hoffnung. Gut, wir haben auch dann noch einen Fertigkeitspunkt zu vergeben. Wie man hört, hat sie tapfer gekämpft. Aloy! Aloy! Ted? Der Urmutter sei... Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tiersa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Mach mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ich muss jetzt gehen. Wir werden jetzt gehen. Mach's gut, Aloy. Göttin, vergiss die unglaublichen Mörder und ihren Stamm. Ignoriert sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tiersa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Oh.
Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Okay. Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Läufer! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Okay. Ja. Geht's noch? So. Oh mein Gott. Ich komme hier gerade überhaupt nicht zurecht. So. Neu. Von. So. Okay. Maschinen über. Wie machst du das? Gerade noch so. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Los, ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du.
Ich denke an dich. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Ich muss dieses Gerät testen. Gut, wir speichern einmal. Ich will wissen, was es kann. So. Hauptquest abgeschlossen. Zack. Überbrückungen freigeschaltet. Daraus werde ich später einen Trank brauen. So. Wirklich fit. Okay, wir sind hier. Hier müssen wir hin. So, was haben wir dann noch? Und eine hiervon. So. Sehr, sehr schön. Sammeln. Wir müssen unseren Beutel auch irgendwie voll kriegen wieder. Aber gut, Fertigkeiten 5 Punkte. Heiler. Gut. Schlag von oben, das nehmen wir auf jeden Fall. Okay. Das nehmen wir. Gut. Ja, aber wir müssen uns da wieder hochkatapultieren. Stand. Was? Läufer, an ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist cool. Nicht feindselig. Er wirkt fast zahm.
Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Okay. Okay. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. So. Zack. Gut, 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 gut. So. Ich will das jetzt ausprobieren. Und wie geht das denn nochmal? Praktisch. So. Oder auch nicht. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und rein. Ciao.